Genau. Also mein Name ist Robin Tobert, ich komme aus dem Kirchenkreis Gotha und ja, womit fange ich an? Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken, dass uns überhaupt der Raum gegeben worden ist, die Möglichkeit, hier als Jugendliche mal mit hinzukommen, mit zu überlegen, was wir verändern können und dass wir die Generationen unterschiedlich mal hören, dass wir eure Eindrücke hören und ihr unsere. Und es hat ja gestern schon mal sehr gut geklappt, dass wir in Bewegung gekommen sind. Und wir haben uns die Gedanken gemacht, dass wir vielleicht ein bisschen diesen Austausch jetzt heute auch ja, bildlich darstellen, sichtbar machen wollen. Und deshalb bitte ich euch, sich jetzt zu erheben, sich unter den Generationen zu vermischen und die Sitzplätze einfach mal zu wechseln. Und um das für die Moderation einfach zu machen, bitten wir ganz sehr, die Namensschilder an den Plätzen zu lassen, denn wir müssen ja irgendwie eine Redeliste führen und wir werden dann zum Beispiel aufrufen, den Synodalen auf dem Platz von Bruder Brandenburg. Wir würden jetzt die erste Gruppe aufrufen. Kann Kirche ökologisch? Wer bringt ein? Konrad, bitte. Auf den Platz von Christoph Stolte, bitte, und komm ruhig nach hier vorne. Genau, wir sind, wie gesagt, die Thema, die Gruppe Kann Kirche Öko. Bei uns gab es da so zwei große Themen. Was ist unsere Haltung? Wie können wir Haltung zeigen? Und wie kann Kirche besonders erneuerbare Energieträger ausbauen? Wir haben uns dann auf die folgende Formulierung geeinigt, die Sie auch auf der Website der Jugendsynode finden, wo die anderen Statements hochgeladen wurden. Wir treten als evangelische ChristInnen individuell und zugleich als Mitglieder unserer Kirche in die sachliche Auseinandersetzung über die Bewahrung der Schöpfung ein. Kirche muss dabei Kontroversen aushalten und daran in Gemeinschaft wachsen. Wir haben uns dann in der AG zum Thema erneuerbare Energien die folgende Beschlussfassung erdacht, dass die Landessynode möge beschließen, Punkt 1, das Landeskirchenamt prüft, auf welchen Dächern kirchlicher Gebäude Photovoltaikanlagen installiert werden können. Es prüft weiterhin für alle Dächer, wie effizient jeweils Strom produziert werden kann. Es berichtet hierüber dem Ausschuss für Klima, Umwelt und Landwirtschaft. Zweitens, die Landessynode sieht Dächer kirchlicher Gebäude grundsätzlich als Fläche zur Installation von Photovoltaikanlagen. Drittens, der Ausschuss für Klima, Umwelt und Landwirtschaft wird beauftragt, die Kriterien der Pachtvergaberichtlinie speziell im Hinblick auf ökologische und Biolandwirtschaft zu überprüfen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir danken für die Einbringung. Es ist jetzt ja die erste Gruppe, dadurch erkläre ich ganz kurz das Verfahren. Jetzt wird gleich der QR-Code für Mentimeter nochmal eingeblendet. Wir werden jetzt gleich das Ganze so haben, dass wir für jede erstellte Frage einen neuen Code haben, den wir bei Menti eingeben müssen. Das kriegen wir hin, da bin ich ganz zuversichtlich. Es wird jetzt gleich hier Menti eingeblendet, wir gehen bitte darauf, geben dann den Code ein und können der Frage zustimmen. Bevor es allerdings zu der Frage kommt, jeder, der im Saal ist, darf abstimmen, also nehmt alle eure Geräte raus. Wie gestern besprochen, wer kein mobiles Endgerät hat, hat ja gestern schon bunte Zettel bekommen, vielleicht gibt es auch noch welche und kann darüber abstimmen, wir nehmen das dann mit auf. Gibt es
Und das wäre jetzt das Verfahren, wie wir mit allen 12 Gruppen umgehen. Gibt es Verständnisrückfragen zu dem? Also wir beschließen jetzt natürlich nicht den Landessynodenbeschluss, sondern wir erstellen über Menti ein Meinungsbild, was die Landessynode dann mitnimmt und in ihre weitere Arbeit mit einbezieht. Ich würde jetzt um Menti bitten, falls es keine Verständnisrückfragen gibt. Ja, also wir sind bei Gruppe 1, AG 1. Der Code steht ganz oben, aber das ist AG 2. Einen Moment bitte, das kommt. Da haben wir es. Wir haben ganz oben den Code. 39736769. Gibt es irgendwo Probleme, dann einfach mal melden, dann kommt die IT. Da hinten, Bruder Starke, feuchte Hilfe. Den Code bitte nochmal ansagen. 39736769. Den QR-Code haben wir da leider nicht. Wie heißt die Internetseite? Menti.com? Steht auch menti.com. Eingeben und dann den Code 39736769. Drei, neun, sieben, drei, sechs, sieben, sechs, neun. Das war jetzt nicht der Code, sondern die heutigen Lottozahlen. Gibt es Personen, die noch nicht abstimmen konnten? Sind Sie dabei oder brauchen Sie Unterstützung? Jetzt geht's gut. Okay, komm mal. Wir würden es jetzt so halten, dass die Analogen sich doch noch mal melden, die mit den Zettelchen. Sobald wir die Abstimmung schließen, zählen wir dann die, jetzt aktuell wären es 2, dazu. Sind alle soweit? Dann nein? Nein? Ja. Hier. Okay, wenn jetzt niemand ganz laut Nein schreit, würde ich die Abstimmung schließen. Jetzt bitte noch einmal die analogen Karten bitten. 1, 2, 3. Bruder Große, Farbe? Grün. 6. 6 grüne Karten zählen wir noch dazu, damit haben wir 102 mal die Zustimmung zu dem Vorschlag, 12 Unentschieden und 8 Ablehnungen und nehmen das mit in die Synode. Und dann machen wir weiter mit der AG 2, die hat sich thematisch beschäftigt mit der Frage, von wem sie den Glauben lernt. Und dazu bitte ich die Verantwortlichen der AG nach vorne, die das vorstellen möchten. Ja, wir haben uns beschäftigt, von wem lerne ich Glauben oder woher lerne ich Glauben und haben uns sehr persönlich ausgetauscht. Da sind viele Geschichten aufgetaucht. Familie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Aber es gibt natürlich auch Leute, die
gerade das Gegenteil erleben, dass aus Familie überhaupt keine Kenntnis von Glauben und Kirche vermittelt wird und sie trotzdem dabei sind. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht und ja. Es gibt Menschen, die sich im Internet über den Glauben informieren, zum Beispiel auf der EKD-Homepage fragen.evangelisch.de und dann eine Gemeinde besuchen, einen Gottesdienst besuchen. Gottesdienste sind für Kirchenfremde und Interessierte Orte der Erstbegegnung mit dem Glauben. Wir fordern, der Ablauf eines Gottesdienstes muss transparent für alle sein. Mindeststandard ist eine Übersicht über den Ablauf, den alle neue Besucherinnen und Besucher erhalten können. Willkommenskultur muss weiterentwickelt werden. Jede Gemeinde möge sich damit auseinandersetzen und sich fragen, ob sie das möchte. Die aktuellen Homepages werden als Ergänzung installiert. Der zweite Punkt: Familie und zielgruppenorientierte Angebote sind wichtige Orte, an denen Glaubenserfahrungen gesammelt werden. Der Transfer von Glaubenswissen findet oft in den Familien statt. Wir fordern, die Familien brauchen dafür unbedingt Unterstützung. Für junge Erwachsene nach jungen Gemeinden und vor den Familien- oder Seniorenkreisen gibt es zu wenig Angebote. Hier herrscht eine Lücke. Wir fordern, sprechen Sie mit den Vertreterinnen dieser Altersgruppen und fragen diese, was sie brauchen. Offene Kirchen mit verschiedenen Angeboten, die selbstständig genutzt werden können, sind wichtige Orte, um Glauben erproben zu können. Wir fordern, Gemeinden müssen darin unterstützt werden, ihre Konzepte einer offenen Kirche zu aktualisieren. Und unser letzter Punkt: Glaube entwickelt sich bei der Begegnung. Familienfreizeiten, Kirchencafé und viele andere Angebote sind prägend für Glaubenserfahrungen. Wir fordern, dafür müssen viele Räume und Möglichkeiten geschaffen und erhalten werden. Dann Dankeschön an die AG für die Vorstellung ihrer Forderung und ihres Inputs. Gibt es jetzt Verständnisrückfragen dazu von irgendjemandem? Sieht zumindest jetzt nicht danach aus. Dann würden wir wieder in die Abstimmung kommen, wieder über Mentimeter. Es gibt wieder einen neuen Code. Bitte wieder auf die Website gehen, www.menti.com. Und den Code, der oben auf der Folie steht, eingeben. Ich kann ihn auch gerne nochmal ansagen. 40575520. Und dann können Sie wieder abstimmen, wie gerade eben. Und diejenigen, die jetzt irgendwie nicht abstimmen können und mit den Farbkarten, dann da würden wir wieder am Ende, wenn die Abstimmung geschlossen ist, das dann bitten, das hochzuhalten und dann rechnen wir es dazu. Ich sage nochmal den Code an. 40575520. Wenn bei Ihnen jetzt eine Fehlermeldung angezeigt wird, dann laden Sie bitte die Seite nochmal neu und dann geben Sie das nochmal ein. Ja, kleinschrittig. Gibt es jetzt noch Menschen, die noch nicht abgestimmt haben? Brauchen Sie noch eine Sekunde oder können wir die Abstimmung schließen? Okay, dann würden wir jetzt die Abstimmung erstmal schließen und dann jetzt um die Karten bitten, um die Karten.
Bitte die Karten so drehen, dass die volle Fläche Richtung Präsidium geht, dann können die beiden besser zählen. Dankeschön. Dankeschön, haben wir jetzt nicht aufgeschrieben. Also, wir haben jetzt als Ergebnis dreimal, ich lehne den Vorschlag ab, 20 Mal, ich bin unentschieden und 107 Mal, ich stimme dem Vorschlag zu. Dankeschön. Ja, und dann würde ich schon die nächste AG nach vorne bitten. Die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie digital wir als Kirche, Landessynode sein wollen. Und da würde ich wieder die Verantwortlichen, die das vorstellen, nach vorne bitten. Digitalität ist zukunftsweisend für Kirche. Analoge und digitale Kirche können sich unterstützen und bereichern. Wir glauben fest, dass ein Ausbau digitaler Arbeit eine Win-Win-Situation für die gesamte Kirche ist, über die Grenzen der Landeskirche hinaus. Auf digitalem Weg ist es möglich, täglich mit den Menschen in Kontakt zu sein. Wenn wir wollen, dass Jugendliche und neue Menschen in die Kirche kommen, dann muss in die Digitalisierung investiert werden, auf allen kirchlichen Ebenen, vor allem in Personal und Ausstattung. Kirche darf nicht warten, bis die Menschen kommen, sondern muss sich aufmachen zu den Menschen. Viele Menschen sind in der digitalen Weite zu finden. Je weniger Beziehung vorhanden ist, desto mehr Professionalität ist nötig. Das heißt, vor allem neue Menschen zu begeistern, brauchen wir eine professionelle Qualität in Inhalt und Form. Uns ist die Barrierefreiheit besonders wichtig. Konkrete Wünsche und Ideen der Jugendlichen, wie die Kirche im digitalen Raum auftreten kann, ist zum Beispiel Instagram oder auf Discord, Twitch, eine Cloud zu erstellen, Streaming-Plattformen im Generellen, Netzwerke gründen, Gaming und generell raus aus der Kirchenbubble. Es ist längst überfällig, dass die Synode intensive Investitionen und ein Rahmenkonzept für digitale Arbeit auf allen kirchlichen Ebenen beschließt. Wir bitten darum, dass die geplante Arbeitsgruppe zur Digitalisierung der Landeskirche mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Außerdem bitten wir die Mitglieder des Landesjugendkonventes, inhaltliche Priorisierung der Arbeitsgruppe bis zum Ende des Jahres 2022 der Arbeitsgruppe zuzuarbeiten. Dankeschön. Gibt es Verständnisrückfragen dazu? Ich sehe keine. Okay, dann gehen wir wieder in die Abstimmung. Wieder über Mentimeter auf derselben Website www.menti.com und den Code eingeben, bitte die 8216 8162. Steht doch oben in der Zeile 8216 8162. Wir würden dann die Abstimmung schließen und wieder dann bitten, mit den Farbkarten zu arbeiten, wer jetzt nicht abstimmen konnte oder... okay, Moment. Die Hand sieht grün aus, oder? Ganz grün. Wir haben alles geteilt. Dann haben wir als Ergebnis diese Abstimmung 8-mal, ich lehne den Vorschlag ab,
12-mal, ich bin unentschieden und, ach um Gottes Willen, ich muss rechnen, 110-mal, ich stimme den Vorschlag zu. Dankeschön. Und dann würde ich auch wieder die nächste Arbeitsgruppe aufrufen, die AG4, die, oh, ein sehr schickes Bild, wie ich sehe, hatte das Thema, ich will Segen oder segnen, und ich bitte die Verantwortlichen nach vorne. Ah, die kommen schon, perfekt. Segen, das ist ja anscheinend was ganz Einfaches, oder? Sonst wird man ja nicht alle hier so sitzen. Mit diesem Thema haben wir uns in unserer Arbeitsgruppe Ich will Segen bzw. Ich will segnen sehr intensiv beschäftigt. Wir haben diskutiert, ausgetauscht und beraten. In diesen Tagen konnten wir viele Erfahrungen teilen und selbst erfahren. Seien es kleine Geschichten oder Erlebnisse unseres Alltags. Gemeinsam waren wir uns aber auch nach allen Austauschrunden und Diskussionen einig. Wir wollen Segen, und zwar für alle und vor allen Dingen auch von allen. Wie wir erfahren haben, gibt es immer noch gängige Vorurteile darüber, wer eigentlich einen Segen geben darf. Aus unserer heutigen Sicht ist es schon erschreckend, wenn wir damit Ansichten der vergangenen Jahrhunderte konfrontiert werden. Und dabei merken wir, Segen hat nichts mit Ordination zu tun. Aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass bei Fragen wie zum Beispiel, wer darf segnen, nur eine richtige Antwort zur Auswahl steht. Alle dürfen segnen. Segen, das ist die Möglichkeit für uns Christinnen, die Liebe und die Gnade Gottes weiterzugeben. Und das ist so einfach. Dabei muss es nicht immer in einem festlichen und geistlich angeregten Moment passieren, sondern kann auch schon mit wenigen Worten in ganz unterschiedlichen Situationen des Alltags eingebracht werden. Und so müssen wir uns trauen, jeder und jede von uns, diese göttliche Komponente weiterzugeben und in unseren Alltag einzubinden. Aber nicht nur wir hier anwesend sind, sollten diese Chance von diesem Geschenk, von diesem Segen nutzen, sondern auch alle da draußen außerhalb von dieser Turnhalle. Wir wollen euch, liebe Schwestern und Brüder, den Impuls und die Anregungen mit in die Institutionen da draußen geben. Egal ob Kirchenkreis, junge Gemeinde oder einzelne Gottesdienste. Schafft Raum für dieses Thema, Segen und Segnen, in die Gemeinden zu tragen und ermutigt eure Mitschwestern und Mitbrüder, einander zu segnen und den Segen zu empfangen. Wir erfahren immer wieder, dass der Wunsch nach Segen und Segnung in allen Herzen verwurzelt ist. Sprecht das Thema an, tragt es vor und ermutigt und motiviert alle, die dazu stehen. Segen ist ansteckend. Wir können es vergleichen mit einem, ja gerade hier unbenannten Virus, so einem Segensvirus. Verbreitet dieses Segensvirus und stillt den Durst nach der Gnade und der Liebe Gottes, egal in welcher Situation und egal in welchen Umfeldern, können wir diesen Segen einsetzen und weitergeben. Haltet daran an, nehmt es mit und gebt es weiter. Deswegen sind auch wir hier. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Und in dieser sollten wir alle Segen als eine Aufgabe aller sehen und verkörpern. Vielleicht könnt ihr heute schon damit anfangen. Eine kleine Idee. Findet euch dann etwas später in euren Walk-and-Talk-Gruppen wieder zusammen und gebt euch einen kleinen persönlichen Reisesegen mit auf den Weg. Ihr dürft alle segnen. Und somit verabschieden wir uns, danken für die Möglichkeit des Austauschs und der Begegnung und wünschen euch noch eine weitere gesegnete Synode. Dankeschön. Gibt es Verständnisrückfragen dazu? Das sieht nicht danach aus. Dann werden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht abstimmen, sondern in die nächste Arbeitsgruppe gehen.
Nämlich hat sich damit beschäftigt, oder steht zumindest als Thema, Gottesdienst cool oder kalt? Und ich würde die Verantwortlichen nach vorne bitten. Also, wir möchten euch und Ihnen zwei Sachen vorstellen, nämlich einmal drei Themenkreise, um die es gestern in unseren Gesprächen zuerst ging, und dann einen konkreten Antrag an die Synode. Zuerst zu unserem Gespräch gestern. Wir haben ein lustiges Spiel gemacht, nämlich uns überlegt, wie sollte ein Gottesdienst auf keinen Fall sein oder wie muss er sein, dass man so richtig wegrennen möchte. Und daraus haben wir dann im Umkehrschluss drei positive Sachen entwickelt, die wir euch gern zeigen möchten. Genau, wir sind einmal alle zu dem Schluss gekommen, dass für uns ganz doll die Gemeinschaft wichtig ist, dass man diesen Gottesdienst zusammen feiert und eine geschlossene, also nicht geschlossene, aber halt zusammengeführte und gestärkte Gemeinde halt auch einfach ist. Ja, und eine weitere Frage, die uns alle sehr bewegt hat, ist, was ist eigentlich die Essenz, was ist der Grund, aus der wir alle zum Gottesdienst gehen über Generationen hinweg? Und da kamen wir auf zwei Punkte, einmal auf Spiritualität, auf unseren Glauben und ja, auf die Musik, genau. Der dritte Punkt, dort stehen die drei nochmal, ist Beteiligung. Also wie werden Menschen oder wie kriegen Menschen Lust, beim Gottesdienst mitzumachen? Und wie bereit sind wir, also ich zähle mich auch dazu, die Hauptamtlichen auch Menschen anzusprechen und zu integrieren? Liturgien für viele zu machen, einfach in Gemeinschaft zu beten und auch gemeinsam zu reden im Gottesdienst und in anderen liturgischen Formen. Unser Antrag hierbei ist, die Landessynode möge beschließen. Die Landessynode bittet, die Kirchenkreise, Gemeinden und Konvente sich dringend mit dem Thema Gottesdienste auseinanderzusetzen. In jedem Pfarrbereich an einem Sonntag im Monat einen besonderen generationsübergreifenden Gottesdienst zentral zu feiern. Unsere Gedanken oder unsere Vorschläge sind hierbei motivierend zu einem Gottesdienst mit Beteiligung der Generation. Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, Jugendliche zum Gespräch einladen, vorher und oder nachher, gemeinsames Essen, Gespräche, Gesprächsmöglichkeiten schaffen, interaktive Aktionen durchführen, Band oder den großen Mix unserer musikalischen Möglichkeiten ausschöpfen, besucherfreundliche Zeiten. Dankeschön. Gibt es hierzu Verständnisrückfragen? Welche Überraschung? Keine. Dann möchten wir hierzu zu den Beschlüssen oder Forderungen, die hier gestellt wurden, abstimmen, wieder über Mentimeter. Bitte wieder auf die Website gehen, www.menti.com, und den Code nutzen 2533045. 2533045. Dann würde ich die Abstimmung wieder schließen und um die Farbkarten bitten von denjenigen, die nicht über das mobile Endgerät abgestimmt haben.
Dann haben wir folgendes Ergebnis. 3-mal, ich lehne den Vorschlag ab, 18-mal unentschieden und 104-mal Zustimmung. Dankeschön. Die nächste Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe 6, hat sich mit dem Thema Spurensuche in der Bibel beschäftigt und auch hierzu möchte ich die Verantwortlichen wieder nach vorne bitten. In Hinblick auf unser Thema und das Arbeiten mit der Bibel ist uns als allererstes aufgefallen, normalerweise in der Konfirmandenzeit bekommt man ja eine Bibel an die Hand und das passiert in manchen Kirchenkreisen gar nicht und in manchen erst zur Konfirmation und es ist uns zu spät. Wir haben uns aber an was anderem aufgehangen in unserer Gruppe. Und zwar müssen wir Dialog früher anfangen, um unseren Glauben gemeinsam leben zu können und das strukturell möglich machen. Wenn wir Generationen vereinen wollen, dürfen wir keine verlieren. Wir erleben, dass Kirche nicht mehr nur in Generationen denken darf. Vielmehr sollten wir uns als Familie verstehen, die lernen soll, miteinander zu sein und alle Bedürfnisse zu hören. Wir wünschen uns eine Arbeitsgruppe, die ein Konzept für die Begegnungen zwischen den einzelnen Generationen der Familie Kirche erarbeitet. Hierfür ist zu hinterfragen, welche Schwerpunkte Jugendliche in unserem Glaubensleben setzen und wie man diese in Zukunft besser integrieren kann. Ein zentraler Punkt ist in unseren Augen das Entwerfen eines Konzepts für den Übergang von der Konfirmandenzeit hin zu einem integrierten Gemeindeleben. Hierfür sollte man über Konzepte nachdenken, die über den Gottesdienst hinausreichen. Über all diesem steht jedoch eine regelmäßige Wiederholung der Jugendsynoden, um weiter im Austausch zu bleiben und Bedürfnisse aller Beteiligten immer wieder neu zu evaluieren, gerne alle 3 Jahre. Zahlreiche Ideen sind uns und sicheren vielen anderen gekommen und wir hoffen, dass der Diskurs mit uns gesucht wird. Dankeschön für diesen Input. Könnt euch auch wieder setzen. Ja, gibt es Rückfragen von jemandem? Ja. Ja, das ist richtig. Nein, das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist unser Antrag quasi ein bisschen zu spät eingegangen und wurde deswegen, liegt er noch nicht in Schriftform für alle vor. Wir können noch abstimmen, also. Okay, also ich fasse unseren Antrag kurz zusammen. Wir wünschen uns eine regelmäßige Wiederholung der Landessynode, der Jugendsynode, ja, Landessynode wäre auch ganz nett. Der Jugendsynode und unsere Bitte sind 3-jährige Wiederholung, aber erstmal reicht uns, wenn wir fokussieren, dass es passieren wird. Und wir wünschen uns eine Arbeitsgemeinschaft, eine Arbeitsgruppe, aber Gemeinschaft klingt cooler, in der wir fokussieren, wie Glauben später passieren kann in einem gemeinschaftlichen Kirchenalltag. Nicht nur für Jugend, nicht nur für alles, was nicht Jugend ist, sondern wie wir wieder näher zueinander kommen. Okay, dann jetzt nochmal die Frage, gibt es noch andere Verständnisrückfragen?
Dann würden wir jetzt zur Abstimmung kommen über die Forderungen von den beiden. Dafür bitte wieder die Website menti.com besuchen. Den Code 6977-2792 eingeben. Ich wiederhole noch mal ganz langsam. 6977-2792. Ich würde die Abstimmung jetzt schließen und bitten, alle, die es nicht geschafft haben, mit einem mobilen Endgerät abzustimmen, wieder mit die Farbkarten zu heben, dass ich das wieder sehe. Bitte schön hoch. Einmal grün, zweimal grün. Dreimal grün. Okay, dann haben wir ein Ergebnis von 4 Ablehnungen des Vorschlags. 11-mal Unentschieden und 113-mal Zustimmung. Das ist natürlich sehr schön, weil wir sind ja hier gerade auf unserer ersten Jugendsynode. Also Dankeschön an die Gruppe. Und dann haben wir ein Organisationskomitee von 113 Leuten, die ja für Ja gestimmt haben. Das freut. Die nächste Arbeitsgruppe hatte den Titel Kirche braucht Musik. Welche? Und dazu bitte ich auch wieder die Verantwortlichen der Gruppe nach vorne, um das Thema vorzustellen. Also, in 2 Jahren, 2024, wird das Gesangbuch 500 Jahre alt. Deshalb haben wir uns als AG über Musik, Kirche braucht Musik, welche, den Gedanken gemacht, was könnte mit dem Gesangbuch passieren. Wir sind zu 2 Beschlüssen gekommen, also 2 Punkten. Der erste betrifft das Gesangbuch an sich. Wir haben uns nämlich Gedanken gemacht, Jugend und Gesangbuch, was könnte man da machen? Im Landesjugendkonvent gab es schon mal die Idee, ein neues Gesangbuch zu etablieren, das verbindet Musik, die Jugendliche interessiert, neue Musik und Schnittstellenlieder der Jugend. Genau, weil wir sind uns in einem Punkt alle einig, so heißt ja auch die ERG, Kirche braucht Musik. Die Frage ist nur immer, welche. Und um genau das zu klären, haben wir den Vorschlag eingebracht, weil wir gesagt haben, wir können ja dafür viel reden oder es sind immer so ein paar wenige Vertreter von jeder, wie auch immer, Geschmacksrichtung der Musik vertreten, aber nie alles. Warum machen wir nicht den konkreten Vorschlag und sagen, wir schreiben einen Singewettbewerb aus als EKM und sagen, jeder, der irgendwie dazugehört oder sich zugehörig fühlt, kann daran beteiligt werden, kann Sachen einreichen in Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen, junge Menschen, Menschen, die sich jung fühlen, ältere Menschen, wie auch immer. Und man erarbeitet selbst was. Man schreibt neu, man schreibt Melodie, man schreibt Text, man kombiniert Tisee-ähnlich oder tatsächlich ein Lied mit mehreren Strophen. Und das wollen wir der Landessynode mitgeben im Rahmen des Gesangbuchjubiläums 2024. Das Landesjugendveramt und das Zentrum für Kirchenmusik mit der Veranstaltung eines generationenübergreifenden Liederwettbewerbs zu beauftragen, die finanziellen Mittel
für die Veranstaltung sind durch die Landeskirche langfristig einzuplanen und bereitzuhalten. Nach dem Beispiel der Liederwerkstatt sind Gruppen zu bilden, die sich mit Komponieren und Texten von Liedern befassen. Diese werden in einem Liederwettbewerb honoriert und als Liedgut der EKM in die Gemeinden eingebracht. Wir regen an, dass diese ältere Idee eines eigenen Liederbuches aus dem Landesjugendkonvent im Rahmen dieses Projektes wieder aufgenommen wird. Die finanziellen Mittel für diese Veranstaltung sind durch die Landeskirche langfristig einzuplanen und bereitzustellen. Aus unserer Gruppe haben sich natürlich auch Leute bereit erklärt, da Rede und Antwort, wie auch immer, zu stehen oder damit beizutragen, dass das ganze Projekt auch umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Gibt es an diese Gruppe Verständnisrückfragen? Okay, dann stimmen wir jetzt über diese Beschlussvorlage oder diese Anregungen ab. Dafür bitte wieder die Website besuchen, menti.com und den Code 909 eingeben. Ich wiederhole ihn nochmal. 7893909. Und dann wieder nach dem alten Muster abstimmen. Dann würde ich die Abstimmung jetzt schließen und wieder bitten um die Farbkarten, wenn jemand über das mobile Endgerät nicht abstimmen konnte. Dann bitte jetzt die Farbkarten heben. Damit haben wir folgendes Ergebnis: 15 Ablehnungen des Vorschlags, 26 Unentschlossene und 89 Zustimmungen. Dankeschön an die AG. Und wir gehen jetzt über in die AG Nummer 8 und blicken in die Welt. Ich bitte die Einbringer nach vorne. Wir haben über generationsgerechte Kirche in Deutschland, Tansania und Indien gesprochen. Es war ein guter Austausch. Wir sagen unseren Vorschlag jetzt, der erste Vorschlag. Ja. Wir wünschen uns als Gruppe in der Zukunft, dass man den Jungen den Raum gibt, den sie brauchen. Dennoch muss es gemeinsame Räume geben, in denen kein Unterschied zwischen Alter, Geschlecht und Sexualität gemacht wird. Für Rassismus und Diskriminierung darf kein Platz sein. Dadurch fühlt man sich aufgehoben und vollkommen. Die Gemeinde wird zur Familie und man wird geschätzt und geachtet. Außerdem muss es freiwillige Aufgaben für alle und auch für Jugendliche geben. Dadurch kommt man mit anderen ins Gespräch und fühlt sich so wichtiger. Durch solche Sachen kommen auch Jüngere und Jugendliche lieber wieder in die Kirche. Vielen Dank für die Einbringung. Gibt es Rückfragen an die Einbringerinnen? Nein, dem ist nicht so. Dann vielen Dank an die Gruppe und wir rufen die Gruppe 9 auf. Lass mich mit Politik in Ruhe.
Ja, wir waren in der Arbeitsgemeinschaft Lasst mich mit Politik in Ruhe. Wir haben etwas, also ein bisschen diskutiert, halt über, wie weit kann die Kirche sich in politische Themen einfügen. Wir haben so halt herausgefunden, dass die Kirche sich politisch einsetzen sollte, aber nicht so in eine bestimmte Parteirichtung gehen sollte. Wir haben ausführlich für... Einen Moment bitte. Wir haben ausführlich darüber diskutiert, wo die Kirche halt Erklärungen für Entscheidungen und Aussagen treffen muss und sollte. Und wir haben gesagt, dass die Kirche parteilich sein muss und Urteile ergreifen muss, aber auch bei dieser Urteilergreifung niemanden ausschließen sollte. Zudem sind wir zum Schluss gekommen, dass die Kirche nicht nur die Meinung anderer bestätigen darf, dass man Erinnerungen an die Wirkung des Friedens wieder wachrufen muss, vor allem in Zeiten wie diesen, und dass trotz aller politischen Fragen die Kirche ihre seelsorgerischen Aspekte nicht aus dem Auge verlieren muss. Zudem muss die Meinungsvielfalt bewahrt werden. Vielen Dank. Ich danke recht herzlich für die Einbringung. Auch hier die Frage, haben wir Rückfragen an die EinbringerInnen? Sie machen es mir einfach, das ist nicht der Fall. Damit können wir schon die nächste Gruppe aufrufen, Gruppe 10. Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen? Ich habe das Sagen. Also zumindest für die nächsten 3 Minuten. Danke. Mein Name ist Tina Gölzner und ich darf mit 21 Jahren Vorstandsmitglied im CVDM Thüringen sein. Und das ist die Ausnahme. Denn es gibt wenig junge Menschen, die in solchen Gremien sitzen dürfen, wo Raum dafür geboten wird, wo diese Stellen attraktiv sind. Unsere Arbeitsgruppe hat sich Gedanken darüber gemacht, wer, wann, wie und wo eigentlich das Sagen haben darf. Und eins ist uns klar geworden. Es ist so wichtig, dass wir Partizipation leben und miteinander kommunizieren. Und wir brauchen eine Kulturänderung. Die Jugend will in Gremien sitzen. Es ist nicht so, dass wir das nicht wollen. Wir wollen Platz haben, wir wollen das Sagen haben und wir gehören da rein. Und es braucht dafür einfach Sachen, die sich ändern. Wir müssen Transparenz schaffen, wir müssen Jugendliche begleiten, wir müssen mit Tradition brechen und wir müssen Gremien einfach attraktiv gestalten und nicht als langweiliges gemeinsam miteinander reden nach außen tragen. Und wir haben aus diesen Gesprächen heraus Vorschläge erarbeitet. Die Landessynode wird im Kontext der Partizipation und Kommunikation gebeten, sich mit dem Stimmrecht für Jugendsynodale zu beschäftigen. Das bedeutet konkret, das Stimmrecht auf alle Jugendsynodale auszuweiten. Die Landessynode wird gebeten, dem Landesjugendpfarrer oder der Landesjugendpfarrerin ein Stimmrecht zu ermöglichen. Die Landessynode wird gebeten, Angebote der Begleitung wie Mentoring von jungen Mitgliedern der Kreissynoden und Gemeindenkirchenräte zu ermöglichen. Die Landessynode wird gebeten, die Bildung von Kreisjugendsynoden oder ähnlichen Formaten anzustoßen, Räume zu eröffnen. Es wird gebeten, bei Hauptamtlichen darauf hinzuwirken, die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen, Regeln und Rahmenbedingungen im Sinne der Teilhabe von Jugendlichen zu kommunizieren. Es gibt Jugendliche, die nie was davon gehört haben, dass man sich eigentlich einbringen darf in der Landeskirche. Sie wird gebeten, über einen Denkraum EKM als Vernetzungsplattform sowohl für Personen als auch für Themen nachzudenken. Sie wird gebeten, eine Ergänzung durch die Generationsgerechtigkeit als ein Qualitätskriterium bei Anträgen in Kreis- und Landessynoden in Erwägung zu ziehen. Sie wird gebeten, bei allen Veränderungsprozessen das Qualitätskriterium der Generationsgerechtigkeit mit einzubeziehen. Und sie wird gebeten, das Thema der Generationsgerechtigkeit einmal pro Jahr als Tagesordnungspunkt den Kreissynoden und den Gemeindekirchenräten zu empfehlen. Weil was bringt es, wenn dieses Thema heute hier steht,
aber nicht weitergetragen wird. Und sie wird gebeten, das Kinder- und Jugendpfarramt und den Bund der evangelischen Jugend Mitteldeutschland bei dem Thema der Partizipation mit einzubeziehen. Und sie wird gebeten, dass das Thema diesen heutigen Raum mitverlässt und nicht hier bleibt. Dankeschön. Dankeschön für die Einbringung. Versucht, was zu finden, wo wir sagen, das ist trotzdem wichtig und es soll jetzt hier nicht zu kurz kommen. Und für uns ist im ersten Punkt aufgefallen, dass wir, wenn wir Kirche attraktiv machen wollen für alle Generationen, sich auch an der Mitgliedschaft etwas ändern sollte. Das Ganze könnte man dann schon in der Jugend ansetzen, nämlich ganz konkret bei der Konfirmation. Also wir haben aus Erfahrungsberichten gehört, dass teilweise ungetaufte Konfirmanden und Konfirmandinnen oft abgelehnt werden. Wieso segnen wir sie nicht? Also wieso geben wir nicht die Möglichkeit, sie zu segnen und damit doch ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden? Genauso ist es dann mit den verpflichtenden Gottesdienstbesuchen, wo man sagt, okay, ihr müsst unbedingt zu diesem einen Gottesdienst dann erscheinen und dann, keine Ahnung, 30 Unterschriften sammeln. Und wenn der eine nicht dabei war, werdet ihr abgelehnt. Warum machen wir es nicht offener? Warum sagen wir nicht, ihr könnt allgemein an kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen. Geht doch mal zur jungen Gemeinde oder schaut euch doch mal was anderes an und sammelt dadurch eure Erfahrung in der Kirche und das nicht nur durch den Gottesdienst. Das ist so ein ganz großes Anliegen von uns gewesen. Vor allem auch, was da noch kommt, ist die Konfi-Prüfung, die ja doch ein Stück weit ein Hindernis ist. Wieso sollen wir es den Konfirmandinnen und Konfirmanden so schwer machen, sie prüfen, Fragen stellen, wenn wir doch eigentlich so glücklich sind, dass wir junge Menschen haben, die sich für die Kirche interessieren. Und es ist trotzdem noch aktuell in der Kirche und es wird immer noch praktiziert und teilweise tatsächlich auch Jugendliche, die dann nicht konfirmiert werden. Und wer wiederholt denn nochmal ein Jahr? Muss man sich dann auch selber fragen. Und vielleicht, um nochmal von den Jugendlichen wegzugehen, ist für uns auch ganz wichtig, sozusagen Gelegenheiten zu bieten für ein Mitwirken, für alle. Nicht nur für die, die Mitglieder sind, sondern halt auch für alle, die ihre Gaben mit einbringen wollen, die was besonders gut können, die besonders gut im Handwerk sind oder auch in der Musik. Und das Ganze ein Stück weit unabhängiger zu machen und allen die Chance zu geben, ein Teil von uns zu werden. Ein zweiter Punkt, der für uns wichtig war, war das Aufeinanderhören zu etablieren. Das kann man schon ganz einfach anfangen mit einer einfachen Pinnwand als Dialog, den man bei sich in der Kirche oder in der Nähe der Kirche aufstellt, wo Menschen ihre Gedanken anbringen können, die dann auch aufgearbeitet werden und vielleicht auch sogar Umsetzung finden können. Die Kommunikation der Angebote sollte außerdem noch um einiges erweitert werden. Also viele Angebote für Jugendliche sind für die Jugendlichen gar nicht wirklich transparent. Also da kommen dann immer weniger und dann werden sie auch teilweise wieder gecancelt. Und es ist schade, die Möglichkeit besteht. Und hier ist halt die Frage, wie machen wir Werbung? Wie sorgen wir dafür, dass Jugendliche mehr davon erfahren? Eine sehr schöne Idee, die wir auch viel diskutiert haben, war eine gewisse Messe oder ein Markt. Also Messe im Sinne von, es gibt ja auch Messen zu Traktoren oder zu Spielen, zu alles Mögliche gibt es Messen, aber warum machen wir keine Messe zum Austausch von Ideen, wo wir Gemeinden einladen, die ihre skurrilsten oder vielleicht auch traditionellsten Gottesdienstarten vorstellen und dort in den regen Austausch kommen. Das ist doch eigentlich eine schöne Chance. Warum nutzen wir sie nicht? Genauso könnte man das auch machen mit einer Ideenbörse, wo man dann sozusagen Leute zusammenbringt, die was machen wollen, die was in die Hand nehmen wollen, die wirklich Lust haben, in der Kirche etwas zu bewirken und dort zusammenzutreffen. Was wir aber daneben auch noch festgestellt haben, ist, dass es teilweise an den Gesprächsgelegenheiten auch ein Stück weit fehlt. Also es wird sich meistens getroffen mit einem gewissen Anlass, über den wird diskutiert. Warum nicht offene Gesprächsrunden? So ein bisschen stammtischmäßig, so wie man das doch vielleicht kennt. Man kommt zusammen, man redet und dann entwickeln sich doch meistens so richtig schöne Ideen, die sich dann Stück für Stück durchbrüten und dann vielleicht auch Umsetzung finden. Das natürlich dann zu unserem großen Ziel. Gab es noch vor allem in der Personalisierung von Gottesdiensten einen sehr schönen Anreiz. Die Fürbitten werden ja in jedem Gottesdienst gehalten. Wieso personalisieren wir sie nicht noch ein Stück weiter? Also wieso geben wir nicht die Möglichkeit, vielleicht vorher kleine Zettel abzugeben oder auch selber Fürbitten in unsere Gebete einzuschließen? Nicht nur stumm für uns, sondern auch hörbar für alle, sodass man sich mehr gehört, mehr gesehen
im eigenen Gottesdienst fühlt und das Ganze ein Stück individueller für die eigenen Gemeinden wird. Im letzten Punkt, und das schließt ja auch so ein bisschen dann wieder auf dieses Aufeinanderhören an, ist es wichtig, dass wir alle an unserer Kommunikation arbeiten. Nämlich nicht nur von innen nach außen, sondern auch von außen nach innen und vor allem innerhalb. Weil das ist immer noch eine große Herausforderung für uns alle, dran zu bleiben, gut zu kommunizieren und auch ehrlich miteinander umzugehen. Für Rückfragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Danke. So, dann bitte ich auch hier um die Menti-Abstimmung. Ich verlese den Code. 8-7-6-2-0-5-3-4. Ich wiederhole. 8-7-6-2-0-5-3-4. Ich schließe die digitale Abstimmung und bitte um analoge Abstimmung. 1, 2 grüne Karten. Damit haben wir 6 Ablehnungen des Vorschlages, 30 sind unentschieden und 83 stimmen dem Vorschlag zu. Vielen Dank. Bevor wir uns verabschieden, wir zwei zumindest von hier oben, erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben, an alle, die vorbereitet haben und auch ein ganz großes Dankeschön an diejenigen, die sich getraut haben, hier vorzukommen und das vorzustellen. Also da wirklich großer Respekt, ich erinnere mich an die schlotternden Knie bei meinem ersten Mal. Also wirklich, wirklich großer Respekt. Ein paar Ansagen gibt es noch. Gibt es jemanden von den Jugendlichen, der noch nicht in der WhatsApp-Gruppe ist, dort aber gerne rein möchte, dann einmal melden, dann kommt Noah zu euch gerannt. Und vielleicht auch die anderen mit dazu gerannt. Ja, das kriegen wir hin. Da gerade ganz viele ihre Portemonnaies nicht dabei hatten, wird die Bezahlung der Getränke aus dem Jugendclub nachher am Ausgang stattfinden. Lotte wird da mit einem pinken Beutelchen stehen. Ich möchte noch mal ganz sehr werben. Wir haben dieses Jahr endlich wieder das Jugendfestival. Kommt dahin, lasst uns dort wieder treffen. Und dort hinten liegen ganz viele Aufkleber, Flyer und so weiter auf. Es ist erheblich besser, wenn ihr das heute mitnehmt und verteilt, als wenn wir das irgendwo in einem Briefumschlag hinschicken. Füllt eure Koffer, nehmt die Informationen mit und verbreitet das Ganze. Dann sollen wir nochmal darauf hinweisen, schaut nochmal auf die Jugendsynoden-Website. Dort könnt ihr ein Feedback abgeben und die ganz wichtige Empfehlung, ihr könnt diese Website und all die Inhalte auch weiterhin mit für eure Kirchenkreise nutzen. Wenn ihr zum Beispiel in euren JGs, in euren Jugendgruppen oder im Gemeindekirchenrat, wo ja sicherlich viele Jugendliche schon vertreten sind, teilen möchtet. Und natürlich sind auch alle Erwachsenen aufgerufen, die Erfahrungen mitzunehmen und die Website stellt euch einiges zur Verfügung. Ich an der Stelle verabschiede mich dann und danke dem Präsidium ganz sehr, dass wir hier oben Platz nehmen durften und übergebe nochmal an Finja. Genau, also wir werden die Jugendsynode jetzt gleich mit einer Andacht abschließen. Die findet hier statt, also wir können hier bleiben. Und auch von mir nochmal danke, dass ich die Moderation machen durfte. Danke ans Präsidium, dass ich hier sitzen durfte. Dankeschön. Und dann geht es jetzt weiter inhaltlich mit der Andacht.
Gläser bitte auf die Eins. So lasst uns diese erste Jugendsynode unserer evangelischen Kirche in Mitteldeutschland beenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe das Glück, als Workshopleiterin so einen Rucksack bekommen zu haben. Meiner ist blau. Ich kann ihn mit nach Hause nehmen und auch unseren großen Kindern noch erzählen, was wir hier gemacht haben. Gestern Abend haben wir uns auf die Wege begeben, miteinander, untereinander zu reden. Und dazu waren hier Gesprächsanleiter drinne, Fragen, die man sonst sich eigentlich nicht so schnell stellt. In manchen Gruppen war es gar nicht nötig, den Sack ganz auszuräumen. So gut war man sofort im Gespräch. Andere waren neugierig, was ist denn hier noch drinne? Wann stellt man schon mal einander die Frage, und was glaubst du? Oder was stärkt dich, nicht nur Schoki? Diese und andere Fragen haben wir miteinander besprochen und ich bin fasziniert, in welcher Geschwindigkeit wir miteinander im Gespräch waren. Ihr habt uns in eine Tiefe geführt, die wir uns manchmal als Synodale, die wir sonst so miteinander unterwegs sind, nicht gestatten. So tiefe Einblicke ins Glaubensleben, in das, was mich selber hält und führt, wo ich meine Fragen auch habe, meine Zweifel, so wie der Thomas, von dem wir am Mittwoch gehört haben. Das habt ihr ermöglicht, durch eure Art sehr unkompliziert miteinander umzugehen. Ich danke euch von Herzen für dieses Mitnehmen und für das Gespür dafür, dass wir manchmal ein bisschen verkopft daherkommen und deshalb von euch auch uns in die Tiefe geführt haben lassen. Im Miteinander reden, im Miteinander überlegen, auch in so dem gemeinsam nachdenken, wie ist das mit den Generationen, die wir unterwegs sind, habe ich ein Bibelwort gefunden, das ist mir wichtig geworden. Ich möchte es hier laut vorlesen. Aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, natürlich wissen wir Theologen alle, dass das Gemeindebild nicht generationsübergreifend unbedingt gemeint ist, sondern die Gemeinde mit ihren verschiedenen Begabungen anspricht und trotzdem passt es für uns wunderbar. Da steht ab den Versen 20, nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich träume davon, dass wir dieses Gemeindebild auch auf das Zusammensein der Generationen unserer Kirche übertragen können. Dass wir mit diesem Gedanken, einander zu dienen, mit den Gaben, die ihr habt und die wir haben, dass wir einander so dienen, da kann ich mir nur vorstellen, dass es eine wunderbare Kirche Jesu Christi sein wird. Viele Glieder, aber ein Leib. Wir waren schon vorher verbunden, aber wir haben es nicht gesehen. Und wir sind durch Christi Geist und die Taufe mit Millionen, ja mit Milliarden Menschen verbunden und sehen es oft, erst wenn wir es eben sehen. Und hier ist in diesen Tagen was sichtbar geworden von der Verbindung zwischen uns. Und ich finde, dass wir jetzt langsam uns der richtigen Sitzordnung auch annähern. Am Anfang draußen oder drinnen oder ist ja ein bisschen irritierend. Wenn ich noch ans Musikmachen denke mit dieser wundervollen Band, ich habe vorhin die Basserin ja oben gesehen, ich wusste sofort, dass sie Bass spielt, ist toll, weiß gar nicht, wie sie heißt, aber Eva. Wir sind immer beim Gottesdienst aufgestanden, wenn die Posaunen gespielt haben, aber sitzen geblieben, wenn ihr gesungen habt. Das war keine Geringschätzung, sondern wir haben wahrscheinlich einfach nur zugehört, wir wussten nicht, wie die Regeln sind, aber man muss ja miteinander was ausprobieren, um miteinander zusammenzukommen. Wir sind ein Leib. Schön, dass wir es so sehen und auch jetzt in den Tagen erleben konnten. Ich danke euch Jugendlichen gerade ganz, ganz herzlich, dass ihr euch auf uns eingelassen habt. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Und wir haben vorhin gehört, spätestens in 3 Jahren, wahrscheinlich wollen wir schon eher, aber wir müssen sehen, was wir hinkriegen, ist das, glaube ich, ein Format, das wir einfach sichtbar machen und miteinander sehen, wie wir unterwegs sind. Und ich lade euch jetzt an, alle aufzustehen zum Lied, denn wir wollen uns unter den Segen stellen. Und das, ihr müsst mal ein bisschen euch jetzt zusammentun in den Walk-and-Talk-Gruppen. Ja? Also unsere Walk-and-Talk-Gruppe, bitte mal nach oben kommen. Die Gruppe Segen hat es uns empfohlen. An vielen Stellen ist es wahrscheinlich schon geschehen, an manchen noch nicht. Jetzt ist Zeit, einander zu segnen, ehe wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes gemeinsam stellen. Zum Abschied der gemeinsamen Jugendsynode sage ich euch Shalom. Friede sei mit euch. Friede sollt ihr bringen, seinen Shalom, wohin ihr auch kommt. In Frieden sollt ihr gehen. Gott segne eure Herzen und Münder, dass ihr spürt und sagt, was dem Frieden, was der Gerechtigkeit und was der Bewahrung der Schöpfung dient. Er segne eure Hände und Augen, dass ihr seht und tut, was den Frieden dient und was ihn mehrt. Der Herr segne euren Weg, er geleite euch. Wir stellen uns gemeinsam unter den Segen Gottes. So, ja? Wunderbar. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und alle sprechen Amen. 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 Auf Wiedersehen.